Leute, wir haben was vor heute. Mein Kater Tommy will einen Weltrekord-Foodtruck bauen. Ob er das schafft? Wir werden sehen. Dann gucken wir mal, was hier geht. Mit Coins aber, würde ich sagen. Er baut lieber mit Coins immer, weil er weiß, Points sind teuer. Was ist für Formation? Aber egal, ich zeige euch, ich bin Macher. Tommy auch. Okay, hat schon wieder genug von Draft. Dann nicht. Aber ich kann nicht verstehen, Bro. Als diese Formation aufgeploppt sind, dachte ich mir auch so, das ist ja ein schlechter Prank von EA. Aber ich sag euch, das wäre jetzt zu krass, wenn wir aus den Formationen sogar was Gutes rausholen. Wir gehen mit der 4-3-3 Holding. Und ich glaube, Zico wird ins ZM gestellt und das ist sogar als 91er ziemlich gut. Und wir machen hier schon mal diesen Start. So, weiter geht's. Nächster Spieler. Locatelli. Ist nicht zu krass. Ihr wisst Bescheid, ab 126 hätte man alleinigen Weltrekord. 125 ist überschwer. Hat man schon ab und zu mal geschafft. 125 wäre auch schon sick. Und 124 ist eigentlich nicht der Rede wert. Deswegen, wir greifen nach ganz oben. Und Puteas hilft uns dabei. Vielleicht hat Tommy sich hier verschätzt. Er dachte, das kann nichts werden. Und wir haben den Perfect Link Toti jetzt schon. Oh, Halleluja. Den können wir noch vorne reintun. Das ist ein ganz krasser Spieler gerade. Zwei Totis so früh im Draft. Das hat Potenzial. 88er Rating ist es nicht, aber es ist eine Icon. Auf dem Flügel wird es halt jetzt ziemlich wichtig. Oh, er hat direkt Chemie. 93er oder so hätte schon mehr gebockt, aber wir brauchen noch mehr. Big Boy ist der nächste Toti. Warte, er kann ZDM, er kommt dahin. Puteas kommt da rein. Warte mal, wir haben 2,95, 1,96 jetzt schon in der Startelf, das ist übergut. Wir dürfen halt keine einzige Position haben, wo ein Randspieler ist. Bitte jetzt nicht beim Linksverteidiger Auge machen, weil sowas ist dann, was am Ende reinschaut. Ja gut, müssen wir gucken, dass wir irgendeinen... Wobei, ohne Battle, sie kann ja auch Linksverteidiger, das heißt, wir müssen später eventuell nur einen neuen Rechtsverteidiger finden. Ist egal, was für einen guten Außenverteidiger wir finden, wir werden das schon eingebaut kriegen. Und jetzt kommt hier in der Mitte 91er Van Dijk immerhin. Als, ja, da vorne Goldkarten und so aufgeploppt, dachte ich, das wird eine Katastrophenauswahl, aber es ist immer ein guter dabei. Wir brauchen ja auch nur einen guten. Wir brauchen auch nicht 10 gute in einer Auswahl, es reicht ein guter. Geil, geil, geil. Ich nehme nochmal einen von der Bank. Oh, nee, das ist es nicht. Und jetzt rechter Flügel. Nein, was ist das für eine Auswahl? Bro, das ist Totalausfall. Bei der Animation solche Spieler zu kriegen? Nein, nein, nein. Es war so ein gutes Draft. Guck, wir haben 91er Rating. Obwohl wir hier drei Gurken drin haben. Das ist ja ganz crazy. Also wir können erstmal dem Bruder dahin tun. Knauf hat Bock auf Sturmspitze und schauen wir eine 92. Aber wir haben hier hinten halt echt nicht... Also das kommt komplett jetzt auf die Bank an. Das könnte was richtig Geiles sein. Trotz schlechter Formation. Je nachdem, was hier noch geht. Komm, gönn. Ha, nee. Das ist es, um ehrlich zu sein. Nicht. Minus 1. Ist ja egal, auf welchen Seite ich den stelle. Ha! Ich brauche im Sturm was anderes. Auch nicht so gut. Auch ehrlich gesagt nicht so gut. Wir haben immer noch ein 92er Rating, was echt gut ist. Obwohl wir halt gerade die ganze Zeit keine Banger kriegen. Komm! Ja, guck mal. Guck mal, guck mal, jetzt reden wir doch wieder. Jetzt reden wir doch wieder. Puskas sorgt auch für Chemie. Jetzt brauchen wir nur... Ja, schon nochmal einen anderen Außenverteidiger. So, warte, ich gehe auch direkt hier in die Auswahl. Yes! Oh, yes! Oh, yes! Zack! Chemie, Fool! Chemie, Fool! Jetzt hier noch ein guter. Ja! 89 ist jetzt nicht Welt, aber ist nicht schlecht. Guck mal, unsere Bank ist übertrieben schlecht. Wir haben nicht einen mit einem Rating über 90. Das heißt, die Startelf ist halt echt richtig sick. Ah, die Bank rasiert ein bisschen. Nee, auch wieder so eine Auswahl, wo eigentlich so 95er kommen. Und wir haben da teilweise Non-Rares drin. Also eine Animation. Wir wollen uns klein halten, ehrlich, bei diesem Draft. Nee, das ist auch eine gute Animation, aber ich spiele es nicht wirklich gut, die dort kommen. Hä, wir sind auch auf der 92. Aber jetzt, ich sag's vorher, ne? Wir haben nicht einen auf der Bank mit über 90. Das ist die schlechteste Bank, die ich bisher in einem Draft hatte. Ja, wenn der Keeper jetzt choked, der ist vorbei und der wird choken. Ja, wir werden rutschen. Wir werden nicht mal rutschen! Bro, wie gut ist unsere Startelf? Hä?
Warte, wie gut ist unsere Startelf? 125, ich glaube, es gab niemanden, auch hier bei Squad, nicht, der über 125 bisher hatte. Und wir haben eigentlich einen Mülldraft. Wir sind schon wieder direkt damit gleichgezogen. Müllformation, Müllbank, Müll das. Und trotzdem, weil wir halt echt die Totis und ein paar sicke Spieler so haben, haben wir auch schon wieder die 125 hingemacht. Also ich habe schon häufig Draft-Videos gesehen, wo Leute so 10 Drafts gebaut haben und da war nicht mal eine 125 dabei. Also es ist schon echt nicht verkehrt. Also 125, wie gesagt, war schon gut, aber vielleicht kriegen wir noch mehr hin. Ich habe mal gerade geguckt, letztes Mal, als Heisen aufgenommen hat, da war so ein Thumbnail, wo er mich überrundet hat und alles, wo so richtig im Vollsprint an mir vorbeigezogen ist. Er hat ja nicht mal meinen Rekord gebrochen. Man kann sogar sagen, guck mal, das war ja mit Hilfe von meinem Kater, habe ich gebaut. Aber ich kann sogar sagen, Heise stellt sich gerade hinter meinem Kater sogar an, was Drafts angeht. Also er hätte 2 Drafts gebaut, 224. Hier wurde jetzt im ersten Versuch direkt eine 125 gemacht. Und vielleicht geht noch mehr. Ist nicht die beste Formation, aber das heißt ja immer nichts. Und es ist, ja, mit dem ZOM sogar. Warte, ich gehe auch direkt rauf. Hat das an sich Potenzial? Ja, 92. Und er kann auch ZOM. Er ist flexibel. Cool. 2 Icons auch für die Chemie. Beschwere ich mich auch schon mal nicht. 91er ist auch nicht schlecht, aber bisher fehlen noch die Leute, die richtig hochziehen. Man braucht schon seine... Ja, man braucht schon seine 93, 94, 95er auch. Wenn man die gar nicht kriegt, dann reicht sowas wie hier nicht. Hier ist halt kein schlechter, aber auch kein richtig guter. Also, man braucht diese richtig guten, die nach oben ziehen. Also das Draft ist bisher schlechter als eben. Ja, deutlich schlechter. Warte mal, ich habe Hoffnung hier. Ja, und ich habe Hoffnung hier. Wenn da jetzt... Oh, was Geiles kommt. Dann sind wir so am Start. Hä, Full Icon Draft oder was? Das ist schwach. Jetzt wird hier was Gutes, weil ich kann nicht alle Außenverteidiger austauschen. Das ist ganz gut. Ja, wir kriegen ehrlich so gut wie nur Icons. Na, gar keine Totis. Wenn denn nur Toti-Icons. Hä? Wow, Full Icon Draft. Okay, wir schwenken um. Wir haben ja 125 eben gehabt. Wir gehen gar nicht mehr jetzt darauf, weil 125 war ich schon stabil. Wir gucken jetzt einfach, ob wir Full-Icon-Team hinbekommen. Nein, okay, warte mal, die haben das gehört. Warte, wir brauchen 3 Icons. Am besten 2 Defensive, 1 Offensiven. Nee, was machen die denn jetzt? 11 Icons, ganze Start der Full wäre halt ehrlich sick. Er ist halt nicht, ja gut, notfalls muss er da aushelfen, so. Notfalls muss er da auch mal auf einer falschen Position ran, Pushkas. Du machst das bitte, Icon, jetzt. Nein. Ja, Bonds! Das ist halt auch ein Offensiver. Vielleicht kriegen wir auch noch Defensive. Erstmal müssen wir die 11 zusammenkriegen. Warte mal, hier jetzt vielleicht. Nein, ich will kein Toti! Ich will doch kein Toti, nein! Bitte, warte mal, schau mal, dass man es sieht. Eine Icon bräuchten wir nur noch für 11 Icons. Nein! Ich sag, es wird sehr eng jetzt. Nein! Bitte, Icon, bitte, 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 bitte. Die kann bestimmt auch dann in die Verteidigung. Nein! Sie haben mich getrollt. Sie haben mich rasiert. Nein, es sah so krass mit Icons aus, weil man nur die ganze Zeit Icons bekommen hat. Gar keine anderen geilen Karten. Aber jetzt noch hinten heraus. Ich dachte, man kriegt safe die 11 zusammen. Komm. Ja, nein! Nein, 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 nein. Egal, wir hatten ein gutes Drop und wir haben jetzt sogar eine andere Challenge gemacht. Da können die anderen jetzt wieder drauf antworten, ob einer von denen schafft. Ich versuch's extra nicht nochmal. Ich lasse es einfach mal so offen. Wenn einer von denen schafft, 11 Icons in einem Draft hinzuzaubern, dann werde ich nochmal drauf antworten, werde versuchen, noch mehr zu machen. Aber dass wir jetzt hier auch noch gut aufgestellt sind, sozusagen auf 2 Rekorde gegangen sind. 125 hat noch keiner höher geschafft. Und 10 Icons in einem Draft-Team hat bisher ja noch keiner hier probiert. Dementsprechend auch noch keiner höher geschafft. Aber ich glaube, das ist schon sehr strong. Dementsprechend haben wir schon mal 2 Sachen geliefert, an denen die anderen beißen können. Dementsprechend, ja, hat das auf jeden Fall Bock gemacht. War wieder coole Draft. Das war's halt für das Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da hier auf dem Squad-Kanal. Ich bin raus, Leute. Macht's gut. Bis dann, haut rein und ciao.